wir haben uns ein LKW gekauft. Und seht mal da. So, dann muss ich jetzt hier von Ingolstadt nach Hause. Ja, knapp 600 Kilometer. Hoffentlich geht alles gut. Hm? Ja, so ein Scheiß. Erste Fahrt und abschleppen lassen müssen. Das Abschleppen fast genauso teuer wie der Truck. Erste Nacht im Fahrzeug überstanden. Mehr oder weniger auch geschlafen. Wird erstmal ein bisschen aufgeräumt hier im Wagen. Ja, noch über 6 Stunden warten. Ja, geil. Das Heftmeer, das ist schon teilweise wild durcheinander geworfen. Ich habe ein Radio, wo man sogar noch Kassetten reinpacken kann. Hier Feuerzeuge und hier Flaschenöffner. Flaschenöffner und noch ein Flaschenöffner. Er läuft auf jeden Fall erstmal wieder. Jetzt tanken wir noch mal zur Hälfte voll. Dann geht's los. Hoffen wir mal, dass wir ohne Probleme dann weiterkommen. Endlich geschafft. Gestern Nacht um 3:30 zu Hause angekommen. Nach 3 Tagen. Nun steht er hier erstmal. Und hier werde ich schon mal ein paar Ausbaumaßnahmen treffen. Hier die ganzen Teile, alle abschrauben. Die muss auch noch raus. Brauchen wir nicht. Weg damit. So, und raus damit. Erste Seite schon mal so gut wie nackt. Sehr schön. Die Seite ist auch fast komplett ausgeräumt. Sich etwas. Dann wollen wir mal die Gerätschaften vom Dach montieren. Das brauchen wir alles nicht. Das kann alles weg. So, und seht da, das Dach leergeräumt. Da versuchen wir mal irgendwie diese Pumpe hier auszubauen. Keine Ahnung davon. Irgendwie kriegen wir die da schon raus. Erste Teil habe ich schon draußen. Gut, gut, gut. Sie ist draußen. Wunderbar. Die Wanne auch. Der Tank. Den muss man da erstmal rausbekommen. Das ist ja schon eine kleine Herausforderung. Wollen wir mal den Tank da rausholen? Kleine Konstruktion hier gebaut. Bauen wir erstmal das erste Rollo aus. Zack, draußen. Jetzt noch die anderen beiden. Sehr schön, Nummer 2 ist auch draußen. Keine 16 Minuten. Easy peasy, alles raus. Ja, und weiter geht's. Jetzt erstmal schön das Riffelblech. Gucken wir mal, was ihr seht. Vom Dach wegnehmen. Kloppen wir uns das Ganze immer zurecht. Sieht gut aus.
Jawoll! Nehmen wir das Gestänge mal auseinander hier. Jetzt noch den Rest. Yeah, das sollte für heute erstmal reichen. Sowieso keine Fleckscheiben mehr. Muss ich morgen erstmal zum Baumarkt und mir ein paar neue besorgen. Die rattern sich doch recht schnell runter. Nicht gedacht, dass es so fix geht. Ein paar Schnitte ist die Scheibe schon weg. Viel ist es ja nicht mehr. Nee, gut. Geht es morgen weiter. So, weiter geht's. Die Sonne scheint. Strom ist da. Können wir weiter flexen. Den Korn hier mal auseinandernehmen. Jetzt wird's spannend. Die Wand hängt noch auf der Seite an zwei Schrauben. Und auf der anderen Seite genauso. So. Kippt so hoffentlich vorsichtig vorne gegen die Kabine. Das wäre perfekt. Dann kann ich die zur Seite wegrollen. Im schlechteren Fall wird sie so kippen und knallt mir unten gegen die Kabine und haut mir eventuell Macken rein. Mal machen. Jetzt schon. Doch schon ein bisschen Gewicht zum Teil. Ja, und in Ruhe auseinanderflexen. So. Als nächstes müssen wir uns hier erstmal eine Zeitpunktlagerung das Gestell hier runter bekommen. Hier einmal auf, genauso auf der anderen Seite. Und hier hinten die Wippe. Das Ding, weiß ich nicht, ob man den Bolzen rausschlagen muss. Vermutlich hier mal ein paar durchflexen. Mal so auseinandernehmen. Denkt man nicht, dass man das einfach so buckepackt kriegt. Das wiegt, denke ich, doch schon etwas. Recht massives Material. Alles klar. Und zack. Muss noch wirklich die Brücke hier runter mit dem Dings, aber ich
habe zwar schon eine große Flex, aber so groß ist meine Flex nun auch nicht. Und mal gucken. Noch mal ein paar Schnitte, ist die Scheibe gleich schon wieder zu klein. Wird sich schon was finden. So sieht ein zerlegter Feuerwehraufbau aus vom TLF. Boah. So kann er aussehen. Boah. Ja.